mit zwei unglaublich beeindruckenden Frauen, die mir Hoffnung, Mut und Kraft geben. Wir hören jetzt die Autorin Eleonore Wiedenroth-Coulibaly, Preisträgerin des Toni-Sender-Preises der Stadt Frankfurt, und die Journalistin und Autorin Hadija Haruna Alka. Macht ordentlich Lärm! Hallo, wow. Ja, ich bin Eleonore, Mitgründerin der ISD. ISD steht für Initiative Schwarzen Menschen in Deutschland. Es ist eine Selbstorganisation, die es nun seit fast 40 Jahren gibt. Ich grüße hier alle unsere Verbündeten, die Wege mit mir, mit uns teilen und von denen heute, von denen ihr so viel hier auf dem Römer seid und. Die ganze Stadt scheint voll zu sein. Wunderbar. Wir zeigen, wir wollen zusammenleben. Hallo, ich bin Hadija, gewachsen in dieser Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die mir geholfen hat, als Mensch selbstbestärkt zu wachsen und als Journalistin heute differenzierend über unsere gesellschaftlichen Zustände zu berichten. Wir beide sprechen nicht in Vertretung aller schwarzen Menschen in Deutschland, denn wir sind verschieden, unterschiedlich in der Gesellschaft positioniert. Wir sind light-skinned, dark-skinned, schwarz, mit und ohne deutsche Papiere, hier geboren und migriert. All das, was die Deportationsplanung der AfD wahrnehmbar gemacht hat. Aber wir lassen uns nicht separieren und nach Nutzen sortieren. Als schwarze Geschwister stehen wir im Bündnis mit allen anderen, die abgewertet werden. Wir sind schwarze und migrantisierte Menschen, Romja und Sintize, Juden und Jüdinnen, Geflüchtete, Behinderte und queere Personen, Musliminnen und als solche gelesene Menschen und viele andere. Und für uns ist der Hass nicht neu. Wir sehen den sogenannten Rechtsruck schon sehr lange und vor allem die schleichende Normalisierung der AfD, die sich seit Jahren vollzieht. Ja, es macht Angst. Aber wir müssen nicht überrascht sein oder überrascht tun. Jedes Mal, wenn wir erfahren, wie gut die rechten Kräfte vernetzt sind und wie sie selbstbewusst darauf hinarbeiten, die Macht zu übernehmen und zu ergreifen. Und dies zunächst mit demokratischen Mitteln, Wahlen und in Parteiarbeit. Die Ideologien der Rechtsaußenkräfte, der sogenannten identitären Bewegung und der sogenannten Werteunion sind bekannt und sind nachzulesen. Wir müssen die Gefahren ernst nehmen, aber wir müssen uns auch Mut geben. Wir geben uns den Mut, denn wir wissen, es geht anders und wir können anders. Und das bedeutet, sich mit den unterschiedlichen Formen von Rassismus und Antisemitismus zu beschäftigen, die sich seit 1945 nur in der Form gewandelt haben. Und mit dem Versöhnungstheater aufzuhören, wie der Autor Max Czollek die Gesten einer deutschen Selbstgewisserung nennt, durch die viele glauben, dass in Deutschland der Nationalsozialismus mustergültig aufgearbeitet wurde. Denn unsere vielgefeierte Erinnerungskultur hat Leerstellen. Sie kümmert sich nicht um die Kontinuität der Gewalt. Erinnern wir uns an die 90er Jahre. Und so viele nehmen die AfD immer noch nicht ernst, unterschätzen und normalisieren sie. Es ist beängstigend, dass sich ein öffentlicher Mainstream und der mediale Diskurs so sehr an ihre Politiken gewöhnt haben und gleichzeitig ihr strategisches Vorgehen so wenig durchschauen und diskutieren. Es ist eine Strategie der Selbstverharmlosung als bürgerliche Partei, die ja demokratisch gewählt wurde. Das zu glauben, ist gefährlich. Darum braucht es eine Berichterstattung über die AfD, die anders ist als bisher. Keine Schlagzeilenhascherei, menschelnde Gespräche oder gar nicht mehr berichten. Es braucht Kontext, mehr Hintergrund, der über... Es braucht Kontext, mehr Hintergrund, der über die Netzwerke, Strategien und die Unterstützerinnen auch aus unserer Mitte aufklärt.
beschäftigen wir uns mit Rassismus und Antisemitismus. Vorgestern habe ich auf einem Insta-Plakat einer Demo den Spruch gelesen: Jetzt können wir endlich herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten. Was also können wir tun, heute tun? Erhebt eure Stimmen gegen rassistische Vertreibungsfantasien und gegen diese vielen, vielen anderen Unmenschlichkeiten. Wir wissen alle, wir leben intersektional, jeder Mensch, auch wenn er es nicht sieht. Erhebt euch dagegen. Tut dies immer und überall im persönlichen Umfeld, in den Medien, im öffentlichen Raum, so wie wir dies hier und heute tun. Schreibt, diskutiert, macht Politik auf jeder Ebene, überall da, wo ihr seid. Wirkt hinein in die Parteienlandschaft. Ich weiß, das liegt nicht jedem. Durch euer Kreuz auf dem Wahlzettel, durch euer aktives Interesse an Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik und auch EU-Politik. Schreibt an die Abgeordneten in den Parlamenten oder steigt selbst in die Parteipolitik ein. Demokratie ist nur wehrhaft, wenn wir sie üben und einüben. Fangen wir dabei mit unserer Sprache an, weil wir daran beteiligt sind, dass sich die Grenzen des Sagbaren in Deutschland zum Unsagbaren verschoben haben. Es muss klar werden, dass diskriminierende Sprache und Framings rassistische Meinungen befeuern, und das hilft den Rechten. Schon lange profitiert die AfD von den unsäglichen Debatten über einen vermeintlichen Kulturkampf. Streiten wir also nicht über unsere Identitäten, sondern widmen wir uns den Menschenrechten und der Gleichberechtigung, die eine Identitätspolitik fordert. Denn Demokratie ist nur wehrhaft, wenn sie die Stimmen von marginalisierten Menschen berücksichtigt. Politisch handeln bedeutet, dass das widerständige Wissen marginalisierter Menschen und deren Anliegen die Ankerpunkte in einer breiten demokratischen Bewegung sind. 2024 ist das Superwahljahr mit 3 Landtagswahlen und Kommunalwahlen in 9 Bundesländern und mit der Europawahl. Die ist am 9. Juni, da können wir wählen, auch die Frankfurter. 9. Juni 2024. Wählen dürfen ist ein Privileg. Wer zu diesen Privilegierten zählt, bitte, bitte geht wählen und mobilisiert alle, die ihr kennt, dass auch die wählen. Jedes Kreuz, das nicht gesetzt wurde, verhilft den Rechtsaußenkräften in die Parlamente. Die Geschichte lehrt uns: Gewöhnung wird unverhohlene Verfolgung. Aus rassistischem Alltag wird tödliche Gewalt. Wir haben keine Zeit für nur symbolische Appelle. Lasst uns nicht nur dieses eine Mal, lasst uns immer wieder zusammenstehen und zusammengehen. Lasst uns Verbundenheit leben und dabei die Marginalisierten ins Zentrum setzen. Nie wieder leise. Wir sind nie wieder leise. Woo!